Mach ich mal. Hätte noch vielleicht diese komische Kinski-Schraube machen können, ne? Irgendwie so einmal so um rein, ne? Das, ja, geht, das geht irgendwie so. Ja. Ja. Aber das ist ja gerade ein Fuß. Ja. Sollte dadurch ein Werbevertrag für Gucci-Sonnenbrillen rausspringen, bin ich sehr dankbar. Hitchcock sagte ja, hier geschieht eigentlich das Wesentliche. Also der Schnitt ist das Wesentliche. Er hat ja auch es eigentlich gehasst, irgendwelche Schauspieler zu besetzen, die spielen, die irgendwie intensiv spielen wollen, also wie das heute alle wollen, sondern die sollten möglichst neutral gucken und der Rest passiert im Schnitt. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Überlegung, den Schauspieler eigentlich nur als lebendes Requisit anzusehen. Und am Tisch hier passiert der Ausdruck, also jede Emotion ist letztlich nur vermittelt über Technik. Also sie ist sozusagen technizistisch. Bielefeld? Ja! Es ist sozusagen mein Sommerurlaub. Ach, okay. Ja, ich habe gedacht, 3 Tage Bielefeld, andere haben Hawaii und so gemacht aus der Redaktion. Und ich habe immer gesagt, Bielefeld. Was zeichnet denn für dich einen guten Urlaub aus? Das war was Intelligentes mit intelligenten Leuten erlebt. Auf die Idee gekommen bin ich durch Freunde, die sagten, ich soll doch einen Blog schreiben. Und ich hatte aber gesagt, dann, es gibt so viele Texte im Internet, warum soll ich dem noch einen hinzufügen? Mich würde mehr ein Videoformat interessieren, auch weil ich mich sozusagen ganz der Sache stellen will, nicht irgendwie mit einem Namen auftauchen, man weiß nicht genau, mit wem man es zu tun hat, sondern ich wollte auch genügend Masse für einen Frontalangriff bieten. Und so bot sich das Videoformat an. Und dann haben Thomas Schöpe und Michael Runkel von Fatboy Film, eben mit denen ich befreundet bin, gesagt, ja, wir können das machen. Und seitdem machen wir das jede Woche seit vielen, vielen Jahren. Und es ist wunderbar, diese Kontinuität zu haben und auch immer zu wissen, es muss gedreht werden, jede Woche. Und das diszipliniert alle, vor allem auch mich, dass ich also gar nicht ausweichen kann. Also George Clooney trifft auf jeden Fall eine Kunsthändlerin in Ocean's 11 und dann fängt er an und sagt, ah ja, Van Gogh, das war ja der mit dem Ohr und Monet und Manet, die kann ich nie auseinanderhalten. Ah, der eine hatte doch eine Affäre und so. Und dann sagt sie was ganz Wunderbares. Nebenbei haben sie auch noch Kunst gemacht, weil man eigentlich immer nur diese banalen Geschichtchen die ganze Zeit serviert bekommt, nur deshalb, damit man nicht über die Kunst selbst reden muss. Ich war in Köln im Kino, stand im Foyer und dann kommt ein junger Mann auf mich zu, sind Sie der von der Filmanalyse und so weiter? Ja. Und dann sagte er, also wissen Sie, ich habe ja Whiplash gemocht und dann habe ich Ihre Analyse gesehen und dann habe ich gemerkt, dass der Film wirklich nicht gut ist. Und dann habe ich gesagt, ja, toll, vielen Dank, das freut mich sehr. Absolut, da ist eine Mission dahinter. Und diese Mission lautet, dass man sich intellektuell mit Filmen auseinandersetzen sollte, gerade mit jenen, die vorgeben, sie wollen nur unterhalten. Und dass man sehr viel dabei lernen kann. Ich glaube, dass das Kino eine außerordentlich gute Schule ist. Alle müssen Whisky Cola trinken. Ja, ich bin ja für mein autoritäres Gehabe bekannt. Deswegen würde das keinen verwundern, wenn ich auch noch bestimme, was getrunken wird. Man scheint selbst nicht genau zu wissen, ist man hier noch in der Realität oder schon in der vollkommenen Fiktion angelangt. Wir gehen nach draußen. Wir wollen nicht die Zeche prellen. Was mich am Kino fasziniert, ist tatsächlich schon ein Kino der Stars. Ja, man macht halt so Aufnahmen, bei denen man denkt, offenbar müssen sie sein, dann macht man sie halt. Ich füge mich dem. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man bei so einem Dreh
die Verantwortung für sein eigenes Leben so ein bisschen abgeben kann. Es gestaltet sich schwierig. Das Rauchen wird immer schwieriger. Ja, ich rauche, ich wollte auch schon immer rauchen. Und ich halte dann die Captains Rede. Eine lange Reise geht zu Ende. Manchmal muss man sehr weit weg. I'm in trouble.